der Aufbruch in ein klimaneutrales Deutschland kann nur gelingen, wenn wir als Gesellschaft gemeinsam vorangehen. Das Erdsystem verändert sich in einer Form, wie es das in 10.000 Jahren eben nicht getan hat. Also ich habe schon an einigen Stellen noch wirklich die Rückfrage gehabt, ist das wirklich so und ist das wirklich so schlimm? Das heißt, wie kann man die Übergangsprozesse so gestalten, dass die Betroffenen möglichst stark involviert werden? Und das ist ja die Gerechtigkeitsfrage. Also je länger wir uns Zeit lassen, umso stärker wird die soziale Frage dann von zukünftigen Generationen oder eben aus anderen Teilen der Welt getragen werden. Wir beobachten, dass es zwei Typen von Demokratien im westlichen Formenkreis gibt. Und wenn man das vergleicht mit der deutschen Demokratie, die wirkt wesentlich wohltemperierter dabei. Sie wirkt aber auch von einer gewissen Konsensmechanik oder von einer Konsenssehnsucht sogar getrieben und deckt manchmal Konflikte eher zu, sodass man dann daran erinnern muss, dass wir eine pluralistische Gesellschaft sind, dass es auch antagonistische Interessen geben kann, die man nicht einfach im Gut-Böse-Mechanismus angesichts eines Megathemas wegdiskutieren darf. Ich glaube, was wir uns alle sehr klar machen müssen, ist, dass natürlich diese Vertrauensfrage in der Demokratie keine Einbahnstraße ist. Also man darf das Volk nicht als jähzornigen Bengel behandeln, dem man maximale Verantwortungslosigkeit unterstellt, weil dann ist dieser ganze Vertrauensdiskurs, glaube ich, krumm. Und da sind wir doch, glaube ich, bei der eigentlichen Gretchenfrage. Glauben wir im Westen noch daran, dass dieses Ideal, sozusagen der offene Diskurs, macht uns alle klüger? Glauben wir noch daran oder glauben wir eben doch an eine Art Technokratie? Wir leben in einer Demokratie und ein Fehler ist es, Demokratie primär vom Output her zu denken. Die Tatsache, dass wir jetzt in der Pandemie einen handelnden Staat erleben, der ist etwas, der in der Komplexität solcher Krisen wie der Klimakrise doch als was Positives angesehen werden muss. Aber bitte nicht so, dass man sagt, Science has told us. Was wir jetzt brauchen, ist deshalb eine demokratische Klimapolitik, an der die Bürgerinnen und Bürger beteiligt sind, eine gerechte Klimapolitik, die Belastungen fair verteilt und Chancen für alle bietet, eine globale Klimapolitik, die die Zukunft unseres Planeten auf allen Kontinenten im Blick hält.